James Last und jetzt mit der Fanfare of the Common Man. Viel Freude. For the Common Man. Das Orchester.
Es freut mich jetzt ganz besonders, Ihnen ein Orchester ansagen zu können, das inzwischen sehr populär geworden ist durch Schallplatten und Tourneen, aber noch niemals im Fernsehen aufgetreten ist. Es hat also heute Bildschirmpremiere. James Last und seine Musiker. Erinnern Sie sich noch? Erinnerst du dich noch, Hansi? Das war am 12. März 1968 die erste Starparade aus der Siegerlandhalle in Siegen. Heute Abend sind wir zusammengekommen, um die 50. Sendung über die Bühne zu bringen. Dazu heiße ich Sie alle herzlich willkommen hier in der Philipshalle in Düsseldorf.
Das war sie also, die 50. und letzte Starparade des zweiten deutschen Fernsehens. Aus der Philipshalle in Düsseldorf, live und in zu ihrer Entspannung. Bleiben Sie munter, bis wir uns wiedersehen auf diesem Bildschirm. Einen schönen Abend und eine gute Nacht. Tschüss. Ich freue mich jetzt ganz besonders, Ihnen ein Orchester ansagen zu können, das inzwischen sehr populär geworden ist durch Schallplatten und Tourneen, aber noch niemals im Fernsehen aufgetreten ist. Es hat also heute Bildschirmpremiere. James Last und seine Musiker. Hansi, so wird er ja von seinen Freunden und Kollegen genannt, immer als einen sehr großzügigen, sehr liebevollen, sehr toleranten Menschen erlebt. Sowohl pekuniär, also es kam immer zuerst bei jeder Probe ein riesen Kühlschrank ins Studio, der war voll gefüllt mit Chablis, mit Bier, da konnte sich jeder bedienen, vom Kamerahilfen bis zu Freddie Quinn, der da auch ab und zu gesichtet worden sein soll. Dann hat James Last die ganze Crew mal zu einem Freundschaftsfußballspiel in sein Ferienhaus einladen. Also er war immer mit vollem Herzen dabei. Er war nicht sehr gesprächig, aber dafür hat er ja eine wunderschöne Musik gemacht. Gestatten heiße James. Hallo, hallo, James Last. Hallo, hallo, Ballett. Ja, da gibt's was zu sehen. Hallo, hallo, die Band. Hallo, hallo, Ballett. Jedes ist unwahrscheinlich schön. Hallo, hallo, James Last. Hallo, hallo, Ballett. Jedes ist eine Show. Noch niemals gab es auf der ganzen Welt seit Erfindung dieser schwarzen Scheiben einen Musiker oder einen Sänger, der gleich 100 goldene Schallplatten sammeln konnte. Die Traumgrenze ist aber jetzt erreicht. Anfang dieses Monats wurde sie ihm verliehen, die 100. goldene LP an James Last. Die 125. goldene Schallplatte. Und so viel goldene Schallplatten hat noch niemals ein Musiker auf der ganzen Welt bekommen, an meinen Freund James Last überreichen. Lieber Hansi Last, dass ich Ihnen den Robert-Stolz-Preis überreichen darf in Dankbarkeit und Bewunderung für die Freude, die Sie Millionen Menschen durch Ihre Musik schenken. Besonders dankbar bin ich Ihnen dafür, dass Sie auf eine einmalige, wunderbare, prachtvolle Art die Robert-Stolz-Melodien spielen.
Ich danke Ihnen, danke und toi, toi, toi. Sind zwar schon ein paar Tage zusammen, aber ich habe es noch nicht getan. Ihm wurde nämlich vor einigen Wochen aus der Hand des Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz überreicht. Gratulation zu den vielen Auszeichnungen, die er schon hat, wohl die wichtigste. Was ich hier in der Hand habe, meine Damen und Herren, ist zweifellos einer der begehrtesten deutschen Fernsehpreise. Und die Redaktion einer großen deutschen Fernsehzeitschrift fragte kürzlich ihre Leser, wer denn wohl im Fernsehen die beste Musik mache. Das Votum ist eindeutig ausgefallen. James Last und seine Band. Lassen Sie mich bitte schön noch einem Manne gratulieren, der im Laufe der vielen Jahre, die wir gemeinsam die Starparade machen, auch ein Freund geworden ist. Ihm wurde eine ganz, ganz seltene Ehre zuteil. Er bekam dieser Tage 15 goldene Schallplatten auf einmal. 15 goldene Schallplatten, das hat es eigentlich noch nie gegeben. Und er besitzt Weltrekord. Insgesamt 150 goldene Langspielplatten. Herzlichen Glückwunsch, James Last. Ja, wird er 80 Jahre alt und da will ich auch dabei sein und da freue ich mich auch schon drauf. Eine lange Zeit ist ins Land gegangen, aber Sie werden es sehen. James Last, damals mit Juny in Disguise, klingt heute noch genauso. Qualität verändert sich nicht. Zwischen 1968 und 1980 liegen für ihn 154 goldene Schallplatten. Und damit ist er, wem sage ich das, der erfolgreichste Musiker aller Zeiten.